Hallo ihr Lieben, zu einem neuen Video von mir. Ich habe heute den großen Tag, weil ich habe meinen Gips abbekommen und habe mich natürlich gleich wieder in Schale geschmissen. Heute geht es nämlich mit meinem Daddy, mit Sami gleich zu essen. Ich nehme euch mit. Ich habe das jetzt gerade zu Anlass genommen, mal wieder die Kamera rauszukramen. Und ich freue mich und ich zeige euch gleich erstmal mein Outfit of the night. Ich kann jetzt leider noch nicht posen. Ich kann eigentlich im Grunde genommen nie posen. Ich habe eine Strumpfhose an, ich habe die Bandage drunter. Ich habe mir ein Kleidchen angezogen. Und dann habe ich mir so ein Pulli mit so einem kleinen Dekolleté hier, Schulterdekolleté ausgesucht. Natürlich habe ich meine Dudi-Ketten um. Und ja, das ist so mein Outfit. Ich werde jetzt natürlich leider nur Sportschuhe drunter anziehen können. Die Adidas-Schuhe, aber ich hoffe, das passt dann irgendwie auch irgendwie einigermaßen zum Outfit. Ja, wie findet ihr das? Muss ich irgendwie noch meine Haare machen. So, das wären jetzt die Schuhe. Also falls ihr mir auf Instagram folgt, dann wisst ihr wahrscheinlich auch, dass jetzt mein Fuß angeblich nicht gebrochen ist, sondern verstaucht ist. Ja, also es wurde einfach mal komplett eine Falschdiagnose gestellt. Ich versuche jetzt natürlich ein bisschen den Fuß zu belasten und werde jetzt einfach meine Krücke mitnehmen. Und dann würde ich jetzt sagen, gehen wir. Oder fahren wir los? Papa ist wieder da, wie ihr seht. Also er hat sowieso was vermisst, ne? Ja, sehr, sehr deutlich. Aber ich bin am Mittwoch wieder weg. Ja, leider. Wir wollen jetzt 8:45 Uhr leider nach Deutschland. Im Moment haben wir hier 20 Grad. Drüben frieren wir den Arm ab. Ein Restaurant und das sind jetzt hier die Vorspeisen. Wir haben hier einmal Auberginenmesse, dann haben wir hier irgendwie so einen Tomatensalat und die hauen hier auch gerade rein. Haben wir eben ein bisschen Käse. Deswegen habe ich jetzt extra erstmal nichts bestellt, weil das mich schon sozusagen sehr. Na, aber was schmeckt? Oh, mein. Benim favorim bu yani. Evet diyor. Müthiş ya. Ja, ich bin kein Fleischesser, deswegen ist das jetzt auch nichts für mich. Özel bir sos var, böyle acılı bir şeyle yapıyorlar bu. Bu acılı biraz. O yüzden müthiş yani. Für mich nur ein kleines Stückchen hier Adana. Ich wollte ursprünglich kein Fleisch essen. Das Fleisch war so zart, dass ich gar nicht widerstehen konnte. Ich habe ein, zwei Stücken Fleisch gegessen, Leute. Ich mag kein Fleisch, das solltet ihr mittlerweile wissen. Und die, die mich regelmäßig verfolgen, wissen das auch. Aber das ist zwar eine ganz andere Nummer. Richtig, richtig lecker. Ja, also wie ihr seht, es ist alles leer geputzt. Der Salat, das Fleisch, es ist noch ein bisschen Käse da. Brot ist auch fast leer. Ja. Wow. Guck. Überall habe ich gekleckert. Das ist ja echt schon peinlich, ey. Ja, Sami meinte gerade gut, dass du nicht auf dich gekleckert hast. So, der liebe Engin macht uns jetzt hier eine schöne Show. Was heißt Show? So ist man das. Oh mein Gott, Leute, das ist Katzmatch. Also, das ist ein YouTube-Check. Geh mir mal mit ein, das ist schön. Schubsaugen. Die
Die wichtigste Regel in der Imkerei ist, sich langsam und entspannt zu bewegen. Bloß nicht mit dem Rahmen irgendwo gegenstoßen. Warte, wir hören. Oh, es ist also. Rahmen nehme ich raus. Die wichtigste Regel in der Imkerei ist, sich langsam und entspannt zu bewegen. Bloß nicht mit dem Rahmen irgendwo gegenstoßen. Ah, okay. Also, wir versuchen hier gerade das Bienenvideo, was ich hier für euch gedreht habe. Super interessant, Propolis und Co. Ne? Abzudrehen, habe ich hier so einen Text geschrieben. Bienenbrot ist somit natürlich und probiotisch. Die Bienen verabreichen ihren Larven den Pollen zum Essen. Warte, das kann ich schneiden. So, ihr Lieben, nächster Morgen. Gestern war wundervoll. Und heute wollen wir die Wohnung besichtigen, die sich meine Eltern hier in Istanbul gekauft haben. Und ich wollte euch einfach mal zeigen, wie man hier wohnen kann und was das Ganze so kostet. Und da nehme ich euch jetzt heute mit. Aber vorher mache ich mich jetzt kurz fertig. Sagen, was die Wohnung kostet. Die hat 90 Quadratmeter und kostet um die 80.000 Euro. Genau, und das schauen wir uns jetzt an. Schränke, die wollen wir uns auch nochmal angucken. Okay, da hat man schön viel Stauraum. Hier haben wir die Küche. Also hier haben wir die Küche, die Einbausachen muss man sich wahrscheinlich selber besorgen. Hier hat man Platz für den Tisch. Und dann hat man hier einen Tisch. Sagen wir mal, hier haben wir ein Wohnzimmer. Also vom Wohnzimmer und von der Küche aus kann man auf die Terrasse. Hier sind wir im Badezimmer. Licht, Make-up und hier ist noch einiges zu tun. Ne? Das ist dann das Grundbad. Hier haben wir dann das Schlafzimmer. Auch wieder mit Bad. Aber Jim, hey, los. Wir sind jetzt wieder zu Hause angekommen, war noch kurz was essen. Ihr habt die Wohnung gesehen. Abschließend kann ich jetzt zu der Wohnung sagen, dass die ganz nett ist. Also für eine Familie mit einem Kind ist die, finde ich, total ausreichend. Und für uns wäre natürlich die Wohnung jetzt von Mama und Papa zu klein mit den Kindern, weil ich möchte da halt, dass jedes Kind sein eigenes Zimmer hat. Wenn es die Möglichkeiten nicht gibt, dann ist es auch völlig okay. Aber mir persönlich fehlt jetzt einfach der Garten. Also ich bin ein kompletter Naturmensch, ein kompletter Gartenmensch. Ich liebe es, mich mit den Kindern auch tagsüber im Garten aufzuhalten. Aber im Großen und Ganzen ist es eine sehr schöne Wohnung. Und an Miete kann man jetzt sagen, dass die monatlich ca. 2500 TL kosten wird. Wie gesagt, sind ca. 90 Quadratmeter. Same. Lacht über seine eigenen Witze. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Ich habe euch versucht, ein bisschen mitzunehmen. Ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr mir was Nettes da lasst und würde sagen, bis zum nächsten Mal. Danke fürs Einschalten. Bis dann. Tschüss. Mit Ü.